Hier rübergehen? Das hält doch niemals. Nee, aber ich kann es wegnehmen. Kann man es woanders noch verwenden? Nee. Hä? Achso. Lassen wir mal stecken und jetzt kippen wir den Stein nochmal. Auf dem Baum können wir nicht mehr. Hier können wir nichts weiter machen. Hier rüber können wir auch nicht. Mit dem Blatt können wir nichts machen. Geh nochmal kurz hier rüber. Obwohl sie doch dann locker rüberspringen könnte. Woanders können wir den ja nicht befestigen. Das funktioniert so nicht. Und hier können wir auch gar nichts machen. Außer an dem Stein versuchen zu rütteln, wo aber offensichtlich nichts passiert. Ne, da passiert gar nichts. Passiert da. Und hier passiert auch nichts. So plätschert's bloß nach unten. Was hat denn das mit der Nuss auf sich, frage ich mich. Ah, natürlich. Hätte man auch eher drauf kommen können. So, jetzt ist es hier ordentlich angefeuchtet. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass in der anderen Welt, in der, wie ich denke, Zukunftswelt, könnte ich hier was machen. Nee. Ein Baum steht, oder? Jawohl. Dann wird es doch so sein. Zukunft und Vergangenheit. Oder Gegenwart und Vergangenheit, besser gesagt. Und jetzt kann man so, so wunderschön hier rüberlaufen. Ein Eichenbaum. So. Jetzt sind wir hier. Können wir die Nuss mitnehmen? Ja. Mit der Nuss können wir momentan noch gar nichts machen, oder? Das können wir auch nicht mehr wegnehmen. Und mit der Nuss müssen wir irgendwas machen. Halt, da. Ist dort feucht? Ja, okay. Da können wir gleich weitergehen. Ohne runterzustürzen. Und wir können wieder an der Kugel rütteln oder uns festhängen, Rand leben.
aber nichts passiert. Und wieder ein Mechanismus. Nanu. Und hier wahrscheinlich einmal zurück, oder? Dreimal, okay. Dann jetzt noch einmal hier hin, bitte. Aber ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich jetzt machen soll oder will, besser gesagt. Weg. Hier klebt sie sich an die Kugel ran. Warum auch immer. Hier. Ist sie cool da hinten, wo man sie nicht mehr sieht? Mit der Eichel noch was machen? Nee. Ich verstehe gerade noch nicht, wo wir denn überhaupt dann hin sollen. Sieht er offensichtlich nichts Neues. Und wenn ich die Kugel hier hinlege, dann wächst ja einfach bloß der Baum nicht. So, dann ist hier Einöde. Vielleicht jetzt. Was auch immer sie da machen will. Sonst können wir hier ja absolut nichts mehr machen. Nee. Jetzt ist sie wieder weg. Immer noch nichts passiert. Und hier war sie ja ganz am Anfang. Ach, wartet mal hier hinten. Sie sich hier so an die Kugel ranklebt, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ach, hier kann man hoch. Ach, sagt mir das doch, Leute. Dann macht sie dasselbe. Plumps. Was hat das mit der Kugel auf sich? Oh, muss ich doch dorthin, damit einfach der Baum nicht mehr an der Kugel dran hängt. Nein, das war falsch, obwohl machen wir zweimal links. Dass hier kein Baum mehr ist, weil die Kugel ist ja eingesponnen in der Zukunft oder in der Gegenwart, besser gesagt. Von dem Baum, da wird er festgehalten. So, und jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Pappen uns ran und pappen uns ran. Okay, nochmal. Und nochmal.
Wirklich sehr, sehr schön gezeichnet alles. So, das ist jetzt die Gegenwart. Hier ist die Gegenwart ja recht schön. Zwar alles ein bisschen verwildert. Wie sah es früher aus? War scheinbar eine kleine Hafensiedlung, Hafenstadt. Und ich guck mal ganz kurz hier, wo sind wir denn? Wir sind hier, wir sind schon relativ weit. Wie gesagt, ich habe schon vermutet, dass das Spiel nicht das längste ist. Deswegen mache ich für mich persönlich jetzt hier erstmal Schluss, ein Päuschen. Mal gucken, wie viele Parts jetzt haben. 3 Parts sollten es sein. Wie gesagt, aktuell, wenn ihr das jetzt hier anguckt, im Humble Bundle erhältlich für unter 6 Dollar. Also ab 6 Dollar kriegt ihr dann noch mehr Spiele. Da ist halt ab 1 Dollar dieses Spiel mit drin. The Cat Lady, wo ich auf jeden Fall auch was mit aufnehmen werde. Und Mrs. Explosion Man, was jetzt nicht unbedingt so meins ist, werde ich jetzt auch nicht unbedingt zeigen. Und noch ein anderes, was mir jetzt auch persönlich noch nichts gesagt hat. Muss ich mal reingucken, ob sich das zum Lohnen zeigt. Aber vielleicht hilft es euch ja zu sagen, ey komm, das Humble Bundle, das sieht interessant aus, das kann ich mir mal gönnen. Das ist aber so für einen Dollar, ne? Das sind wie viel Cent? Also Minimum, ihr könnt natürlich auch gerne mehr spenden, wie gesagt. Humble Bundles sind ja immer, könnt ihr ja selber entscheiden, wer wie viel von eurem Geld kriegt. Minimum wäre halt jetzt in dem Fall 1 Euro, beziehungsweise 1 Dollar. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mal dabei. Wir werden das auf jeden Fall durchziehen. Wie gesagt, so lang ist es nicht. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht fleißig Abos und Kommentare und bis zum hoffentlich nächsten Mal. Haut rein!